Sechster Spieltag in der Flyalarm-Frauen, Bundesliga und Gentile schwört nochmal die Sanderinnen ein, endlich die ersten drei Punkte zu holen. Stimmung gut bei den Blauen, aber am Anfang vor allem die in Rot spielenden Potsdamerinnen druckvoll. Zuletzt auch gut drauf, zwei Siege in Folge, da will die Turbine ansetzen. 23. Minute, Weidauer und der Ball zischt am Tor vorbei. Gute Vorlage auch von Nina Ehegötz, zuletzt sie mit zwei Treffern gegen Werder und hier fast das erste Tor, fast das Gegentor für Matthias Friböse, dem Chefcoach der Sandenerinnen. Dann die 34. Minute, tolles direktes Spiel und das 0:1. Turbine Potsdam in Führung, war aktiver im ersten Durchgang, offensiv präsenter und dann auch zu Recht hier der Führungstreffer durch Melissa Kössler, ihrem ersten Saisontor. Aus kurzer Distanz schiebt sie den Ball da an Jasmin Pahl ins Tor. Trotzdem der erste Sand. Immer wieder mit Nadelstichen, das auch so die Devise gewesen. Vor dem Spiel direkt gespielt und dann Plassmann mit dem Abschluss, aber zu ungefährlich. Alle drei Akteurinnen gut, aber eben der Schuss nicht gut genug. Matthias Friböse konnte trotzdem recht zufrieden sein. Nur das 0:1 war noch alles drin für die zweiten 45 Minuten. 48. Minute, Potsdam jetzt noch gefährlicher. Cerci. Klasse nochmal rübergelegt, Sophie Weidauer, den muss sie doch eigentlich machen, verpasst hier die Top-Chance aufs 0:2. Auch in der Folge immer wieder gute Chancen für Potsdam, die alle liegen gelassen wurden. Dann die 55. Minute, Jasmin Pahl schnappt sich den Ball, erster Rempler gegen Barth und dann der Schubser. Das bedeutet 11 Meter für Turbine Potsdam. Jasmin Pahl kann es nicht fassen, will es nicht wahrhaben, aber das kann man durchaus so entscheiden. Erst schnappt sie sich die Kugel und dann schauen wir hier auf die 28 im roten Trikot, geht dahin, blockiert und dann, das ist ja noch einigermaßen in Ordnung, dieses gegenseitige Rempel, aber dann nochmal der Stoß gegen Merle Barth, also das war zu viel des Guten, dachte sich auch Katrin Rafalski. Entsprechend jetzt der Elfmeter, das Duell Pahl gegen Cerci und Pahl macht den Fehler wieder gut. Super abgetaucht. So hält sie natürlich ihre Farben im Spiel. Weiter alles offen. Cerci, der war gar nicht so schlecht getreten, aber auch die Ecke geahnt von Jasmin Pahl. Macht da ihren Fehler wieder gut. Etwas weit ist sie allerdings hier schon vorm Tor. Und auch in der weiteren Folge des Spiels die Roten am Drücker. Cerci gerade noch den Elfer verpasst, aber dann die eingewechselte Höbinger. Wenige Momente war sie auf dem Platz. Und dann dieser Lattenknaller in der 69. Minute. Und wieder sollte es nicht sein. Also Potsdam hatte die Chancen, aber das Runde wollte irgendwie nicht. Noch ein zweites Mal in die Maschen. Auch hier dieser Nachschuss nochmal von Cerci und Höbinger verpasst dann den Nachschuss. Und weiter nur Potsdam. Höbinger. Cerci und an Kössler lässt liegen. Wird nochmal so ein wenig zu einer Vorlage, die aber auch nicht verwertet werden kann. Auch diese Situation in der 85. führt also nicht zu einem Treffer. So lebt weiter die Hoffnung bis zuletzt für Sand hier noch zumindest den einen Punkt mitzunehmen. Nochmal Potsdam. Klasse Ball auf Cerci. Frei vor der Keeperin und auch das lässt sie liegen. Wahnsinn. Man konnte es kaum glauben, also Sand auch im Glück, aber andererseits auch Potsdam fahrlässig, grob fahrlässig mit solchen hundertprozentigen Gelegenheiten. Sand wirft in den letzten Moment natürlich nochmal alles nach vorne, bringt unter anderem Patricia George hier mit der 15, George, 93. Minute, Latte! Das wäre es nochmal gewesen, fast das 1:1, ganz am Ende, so reicht's für den Sieg für Turbine Potsdam, die sich natürlich ein bisschen vorwerfen lassen müssen, den Deckel nicht früher drauf gemacht zu haben. Ja klar, wenn wir die Chancen nutzen, dann sieht das Spiel auch wieder ganz anders aus. Dann können wir wieder ruhiger Fußball spielen. Es wäre nicht so hektisch gewesen und Sand hätte vielleicht diese zweite Luft nicht bekommen. Aber ja, so ist es halt, so ist Fußball und am Ende war es bis zum Ende spannend. Jetzt können beide erst einmal durchschnaufen. Nach dem Pokal-Achtelfinale geht es dann im November in der Liga weiter. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.